Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen CapTrader-Webinar. Mein Name ist Mauro Heller. Die Expander-Strategie macht's möglich. Ich bin riesig gespannt. Hallo Markus, hallo Wieland, grüß euch. Moin. Moin. Moin, moin. Ja, sehr schön. Ich freue mich ebenfalls, damit wir nicht unnötig Zeit verlieren. Ich würde jetzt jemanden von euch ganz gerne den Bildschirm übergeben. Klassische Folien, klassische Präsentation, Trades und Märkte finden mit der Expander-Strategie. Dabei fällt mir auf und ein, Markus, wir wollten ja nicht nur die Expander-Strategie besprechen, sondern ja auch eine ganz andere Strategie, nämlich die, die ich auch als Touch and Turn immer mal wieder publiziere und zeige. Aber die erkläre ich einfach so, außerhalb der Folien. Da wird es auch noch mal ein bisschen spannender. Da sehen wir nicht immer nur Folien, offen gesagt. Es ist sowieso viel interessanter, mal auf den Chart zu gehen und das dann dementsprechend herzuleiten. Ich denke, machen wir am besten so, oder? Absolut. Wir haben ja das auch dann im Live drin. Wir wollen ja hier auch auf den Trade-Scanner gehen und da haben wir auch dann Live-Beispiele und wie wir die dann auch umsetzen können, zum Beispiel in der TWS, haben wir so geplant für heute. Genau, so. Und mal stellvertretend für alle anderen, ja, die jetzt mit dabei sind, also für dich und natürlich auch für CapTrader. Es gibt natürlich den Haftungsausschluss, ja, dass wir da eben uns auch einig sind. Wir reden hier über eine Leerveranstaltung im Sinne von Leere, nicht von leer, wie Flasche, leer, sondern von Impulse geben, mal über Sachen nachdenken, selber prüfen für sich selbst, ist das auch ein Thema oder eben auch nicht. Ja, das ist immer die Frage. Deshalb präsentieren wir natürlich auch die Kollegen immer wieder Ideen, um auch das mal vorzuschlagen und dann darf das gerne aufgegriffen werden, von mir aus auch verändert, angepasst und dementsprechend auch geprüft werden, ob das denn zum eigenen Handel passt oder eben nicht. Und bitte, wer handelt, handelt auf eigenes Risiko, auf eigene Gefahr. Wenn wir uns darauf verständigen können, dann machen wir gerne weiter. Genau, also sehe ich hier auch niemanden flüchten, passt also. Gut, wer mich nicht kennt, ich gehe mal ganz schnell in die Vorstellung meiner Person rein. Hier bin ich in voller Größe in Miami, bin nämlich viel unterwegs. Die meisten wissen es ja auch, dass ich auch Weltreisender bin, Perpetual Traveler, so nennt sich das. Mein Buch Risiko Money Management, mittlerweile fast 10 Jahre alt. Und es gibt es in mehreren Sprachen. 55 Gründe, Trader zu werden. Ich bin Präsident der IFTA, International Federation of Technical Analysts, Vorstandsmitglied in der VTRD, Vereinigung Technischer Analysten in Deutschland, Member of Finance Council bei Forbes, Official Member beim Expert Forum Newsweek. Da war ich letztes Jahr, habe ich dann auch mich mehr auf Forbes konzentriert und. Also Google weiß der mehr über mich. Und dementsprechend gehe ich mal darüber hinweg. Und Markus, ich glaube, wir haben noch diese Aktion heimlich mit drin. Wer sich dieses Buch sichern will, bekommt auch gleichzeitig noch einen 10% Gutschein für den Trade Scanner. Ja, habe ich jetzt einfach mal beschlossen. Dass wir das einfach nochmal mit da drin haben. Also das heißt, einfach einscannen, den QR-Code, da gibt es ein kleines Buch. Also es sieht ja auf dem Bild dicker aus, als es ist. Aber es ist durchaus interessant und ist vor allen Dingen auch immer mal ganz gut, sich selber zu hinterfragen, zu überprüfen, okay, wie gehe ich denn eigentlich vor? Was sind die klassischen erstmal Irrtümer? Ja, brauche ich wirklich einen Bankberater? Muss ich eben wirklich irgendwie der studierte Superprofessor sein oder kann ich das eigentlich auch als normaler Mensch machen? Und darüber lasse ich mich da so ein bisschen aus in dem Buch und dementsprechend auch durchaus einen Blick wert. Also wer da Spaß dran hat, der darf sich da auch gerne das Ganze sichern und bekommt auch noch ein paar Trading-Impulse von mir mit dazu. So, also, soweit dazu und ja, jetzt geht es einfach um die Frage, wie kann ich denn eigentlich den Markt lesen? Ja? Die Kunst, den Markt zu lesen. Am Ende geht es ja darum, weil, was ist denn technische Analyse eigentlich? Es geht ja darum, sich zu überlegen, wo könnte denn der Kurs meines favorisierten Wertes in Zukunft stehen? Ja, das wollen wir analysieren, das wollen wir lesen und ja, ist es denn eine Wissenschaft oder ist es eine Kunst? Tja, ja, die Wahrheit liegt ja irgendwo dazwischen. Kunst kommt von Können und genau darum geht's. Ich habe ja mal ein Bild mitgebracht vom DAX, das ist jetzt nicht der aktuellste Chart, das ist auch völlig zweitrangig. Das ist irgendwann vom Mitte letzten Jahres, sehen wir ja. Und was wir hier sehen, ist das blanke Chaos, zumindest für ungeübte, ungeschulte Augen. Und dann ist eben die Frage, wie kann ich denn aus so einem Chaos, aus so einem Chart
mir tatsächlich eine Essenz raussuchen, eine Weisheit raussuchen und vor allen Dingen die Frage beantworten, wo in aller Welt steige ich denn eigentlich ein? Wo kann ich einen Trade finden? Wo kann ich einen Ausstieg finden? Wo kann ich ein Kursziel definieren? Ja, das sind ja die typischen Fragen, die wir als Trader haben, dass wir uns eben überlegen, macht es jetzt überhaupt Sinn, in die Position einzugehen, einzusteigen, oder macht es keinen Sinn? Also können wir eben wirklich rangehen oder eben nicht? Und das lässt sich mit so einem schnellen Blick letztendlich nur für geübte Augen erkennen. Und selbst da haben wir so unsere Schwierigkeiten, auch als Profis, als auch die, auch als diejenigen, die eigentlich immer auf den Chart raufschauen. Und deshalb ist es immer ganz gut, sich mal zu überlegen, was können wir eigentlich so nutzen, um mal dieses Chaos erstens zu bändigen und zweitens natürlich auch dieses Auf und Ab und auch das Thema mit den Trends entsprechend zu bearbeiten und damit auch umzugehen. Und da ist es für mich einfach so, dass ich sage, okay, wir brauchen offensichtlich sowas wie eine Strategie, die auch wirklich alles abbildet. Bedeutet, was sehen wir denn hier? Ein Aufwärtstrend, irgendwie sowas in der Art hier, ne, ab der zweiten Hälfte, ein Seitwärtstrend in der ersten Hälfte, hier schon kein Trend mehr, sondern Crash in der Mitte, ja, und alles, was dazwischen ist, ja, hier sehen wir nochmal auf der ganz rechten Seite, sehen wir so eine Abwärtsbewegung, Abwärtstrend, also ist alles dabei. Und natürlich haben wir als Trader die große Herausforderung, diese ganzen Strategien, die wir auch letztendlich haben, ja, die jeder Trader in seinem Werkzeugkoffer hat, so auch zu nutzen, dass sie erstens gewinnbringend sind, sinnvoll sind, logischerweise damit auch, und uns vor allen Dingen auch immer wieder begegnen. Ja, was nützt mir eine Strategie, die ich nur einmal im Jahr anwende? Und ich habe irgendwann von der Strategie gehört, die tritt alle 10 Jahre auf. Ja, was passiert denn, wenn ich innerhalb an diesem Tag, in dem Moment, wo diese Strategie ein Signal liefert, gerade nicht den Rechner anhabe, muss ich wieder 10 Jahre warten. Das ist nicht die Idee, die ich so als Trader mitbringe. Und deshalb ist es für uns wichtig, dass wir uns was raussuchen, was eigentlich immer funktioniert, wo wir eben sagen können, okay, wenn der Markt steigt, kann ich damit was anfangen, wenn der Markt seitwärts geht? Ich drücke jetzt mal hier rein. Also wenn der Markt hier steigt, dann kann ich damit was anfangen. Wenn der seitwärts läuft, dann habe ich auch Trading-Ideen. Wenn es mal crasht und zurückkommt, kann ich vielleicht auch mir irgendwas rausarbeiten als Strategie. Ja, wenn es mal zurückkommt, ja, dass ich irgendetwas habe, womit ich arbeiten kann, no matter what. Also was auch immer im Markt passiert, dass ich immer weiß, okay, das ist etwas, an dem ich mich orientieren kann. Das war zumindest für mich so eine Idee, nach der ich lange, lange, lange gesucht habe, darauf eine Lösung zu finden oder eine Antwort zu finden. Ja, weil wer will schon zig Strategien haben? Und offen gesagt, persönlich habe ich 3, mit denen ich regelmäßig handle. Und eine, beziehungsweise anderthalb oder 2 vielmehr, will ich euch auch im Rahmen hier so vorstellen, damit wir ein bisschen Ordnung ins Chaos reinbringen und auch eine Systematik darüber herstellen können. Das ist so die Idee. Und dementsprechend ist die erste Idee, die ich euch mit hier teilen will, ist natürlich so, dass wir sagen, okay, jetzt brauchen wir erstmal eine eierlegende Wollmilchsau. Und das ist die Strategie, die für Seitwärtsmärkte genauso funktioniert und geeignet ist, wie auch für Marktkorrekturen und auch für Trendfortsetzung. Ja, also wirklich die Butter und Brot, Haus und Hof, Leib und Magenstrategie. Um die geht's. Was brauchen wir dafür? Bollinger Bänder. Ich liebe Bollinger Bänder und ich hoffe, dass ich im Oktober auf der IFTA-Konferenz in Jakarta, in Indonesien, John Bollinger endlich mal persönlich kennenlerne. Und ich hoffe natürlich auch, dass er mir nicht die Ohren lang zieht, dass ich immer wieder seine Bänder benutze, um die Strategie vorzustellen. Nichtsdestotrotz, die Bänder sind wirklich super. Ich bin ihm sehr, sehr, sehr verbunden und dankbar dafür, denn für mich war das tatsächlich ein Augenöffner. Ja, all das, was ich eben aus den Bändern rauslesen können oder kann. Was sagt John Bollinger dazu? John sagt, Bollinger-Bänder sind Kanallinien, die in und um die Preisstruktur in einem Chart gezeichnet werden. Ihre Absicht ist es, die relativen Definitionen von Hoch- und Tiefpunkten festzulegen. Kurse in der Nähe des oberen Bandes sind hoch und Kurse in der Nähe des unteren Bandes sind tief. Und das kann man mal sacken lassen, das kann man ein bisschen wirken lassen. Warum? Die meisten, wenn die ein Buch lesen, weiß ich, wie es euch da geht, ja, ich blätter manchmal dann ein bisschen schneller, dann lese ich mal quer und dann blätter ich mal weiter. Hier bin ich tatsächlich hängen geblieben, denn die Aussage, die in diesen 2 Sätzen, gut, mit Semikolon sind es vielleicht 3,
drin ist, ist hochexplosiv. Warum? Weil es uns Tradern nicht möglich ist, eigentlich niemanden möglich ist, zu beurteilen, ob ein Preis absolut gesehen zu hoch oder zu niedrig ist. Das ist ja der Schmerz und die Qual, die wir immer haben. Ja, wie sollen wir wirklich festlegen und sagen können, okay, diese Aktie XYZ, was können wir gerade nehmen? Nehmen wir mal, ich habe ein iPhone neben mir liegen, sagen wir, die Apple-Aktie ist absolut zu teuer, mit absoluter Gewissheit ist sie zu teuer. Oder zu billig. Ja, können wir uns ja auch suchen. Das können wir nie sagen. Das ist immer irgendwie so, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile ein bisschen hochgelaufen. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen runter, ein bisschen zu tief, ein bisschen zu billig. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht möglicherweise das. Und Hand aufs Herz, so sieht die ganze Sache doch aus. Dann helfen wir uns natürlich mit Unterstützung und Widerständen. Ja, ist auch okay. Der Punkt ist, wann merken wir denn jetzt unabhängig von Unterstützung und Widerständen, dass irgendwie einfach so eine Bewegung, so ein Move nach oben oder nach unten völlig überreizt ist und tatsächlich ein Tief oder ein Hoch im Raum steht. Das ist das, was John Bollinger uns geliefert hat. Er hat nämlich die Definition von Hoch- und Tiefpunkten anders aufgesetzt. Er hat nicht gesagt, der Hochpunkt ist das absolute Hoch, viel zu teuer, viel zu billig. Nee, der hat gesagt, das relative Hoch oder das relative Tief. Also relativ gesehen ist der Preis zu hoch. Relativ gesehen ist der Preis zu niedrig. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann damit was anfangen. Ich sage, okay. Also relativ gesehen, das kann ich nachvollziehen. Die Frage ist, relativ wozu? Und die Idee ist natürlich relativ klar, ja, wenn wir schon mal bei Relativen sind. Die Idee ist natürlich auf der Hand liegend, dass wir uns irgendetwas suchen müssen, womit wir den Preis in Bezug setzen können. Und in dem Fall ist es der gleitende Durchschnitt 20. Das heißt, John Bollinger hat den Preis mit seinem eigenen Durchschnitt verglichen. Und ist der Preis eben weit entfernt von seinem eigenen Durchschnitt, schaut mal hier, Corona-Crash, da, ist es, hier ist der Durchschnitt, und da ist der Preis. Relativ gesehen niedrig, oder? Im Vergleich zu den letzten 20 Perioden, in dem Fall Wochen. Ja. Relativ gesehen ist hier der Preis weder zu hoch noch zu niedrig. Warum? Weil er am gleitenden Durchschnitt ist. Damit kann ich was anfangen. Relativ gesehen ist der Preis hier oben hoch. Fast schon zu hoch im Vergleich zum eigenen Durchschnitt. Ja, also damit können wir was anfangen. Das verstehe ich. Und das gibt mir nämlich auch einen gewissen Anhaltspunkt. Denn das sagt mir nämlich auch, dass wenn wir über solche Definitionen von Hoch- und Tiefpunkten reden, dass natürlich die Masse eigentlich im Normalbereich sein sollte. Ja, weder zu hoch noch zu niedrig, sondern irgendwie so im Bereich des eigenen Durchschnitts sein sollte. Ja, ich meine, jetzt will ich es nicht auf Menschen transportieren, ja, wo man sagt, die meisten sind irgendwie durchschnittlich und so ein paar Leute ragen raus. Okay, mag vielleicht sein, vielleicht auch nicht, sei es drum. Aber bei Preisen stimmt das schon. Und in Studien oder auch in Messungen hat John Bollinger herausgefunden, dass bei 20 Zeiteinheiten und einer Standardabweichung von 2, die hat er nämlich genommen, da drüber und da drunter gelegt, 88, 89, also rund 90% aller Kurse von den Bändern umschlossen werden. Bedeutet, 90% aller Kurse sind in den Bändern drin. Punkt. Schauen wir uns das mal an. Ja, kann schon sein. Ich habe das schon ein bisschen rangezoomt. Ja, ein Großteil, der größte Teil, ja, schauen wir uns das an hier, Corona-Crash im Band. Hier sind wir außerhalb, außerhalb, außerhalb. Da sind wir wieder in den Bändern. Hier sind wir komplett innerhalb der Bänder. Außerhalb der Bänder, außerhalb der Bänder. Ja, hier war ich nichts. Hier so ein bisschen mal kurz. Da minimal, da minimal, hier. Also ihr seht, ja, kommt schon so ungefähr hin. Ja, ich will es jetzt hier nicht direkt nachrechnen. Wer Spaß daran hat, kann das ja gerne tun. Aber wir sehen, im Großen und Ganzen kommt das hin. Rund 90% aller Preise sind in den Bändern, heißt also völliger Normalbereich und damit weder relativ gesehen hoch noch relativ gesehen niedrig und damit für einen Trader eigentlich völlig uninteressant. Es gibt ein paar Ausnahmen und es gibt eine Ausnahme, nämlich das Verhalten am gleitenden Durchschnitt. Ja, wir sehen, der gleitende Durchschnitt 20
vollzieht oder hat ja mehrere Funktionen. Einmal ist er so ein Anlaufpunkt, ja, Magnet. Und dann ist er auch so ein Punkt, wo man auch mal durchbrechen kann. Ja. Unterhalb des Durchschnitts, oberhalb des Durchschnitts, da verändert sich ja offensichtlich was. Ja. Der Preis ist offensichtlich höher jetzt als der Durchschnitt. Bedeutet, es sind Käufer stärker und das Kaufinteresse ist größer. Ja, dann zieht der Durchschnitt nach, das sehen wir hier. Und immer dann, wenn der Preis den Durchschnitt berührt, scheint es eine Preisreaktion zu geben. Schaut, kurz, da geht es nochmal runter, geht es wieder hoch. Preisreaktion, geht es wieder hoch. Preisreaktion, geht es wieder hoch. Geht es außerhalb der Bänder, ja, nicht 90%, sondern 10%. Hohe Wahrscheinlichkeit für einen Rückschlag, ja, bricht raus. Ja, die 10% wollen ja auch wieder zu den 90 zurück. Hohe Wahrscheinlichkeit. Hohe Wahrscheinlichkeit, zack, Rückschlag, Durchmarsch, Korrektur an den gleitenden Durchschnitt und von da geht es dann dementsprechend weiter. Und wir sehen, man bleibt hier in der Aufwärtsbewegung, im Aufwärtstrend, oberhalb über dem gleitenden Durchschnitt, 20 bricht mal durch, Aufschlusskursbasis aber da drüber, geht dann nochmal wieder hier hoch, aber bei abnehmender Volatilität ist ja offensichtlich dann nicht so viel zu hoch, bricht nochmal durch. Bildet hier so eine Hammerkerze oder für die Freunde des Morningstars auch den. Geht dann nochmal wieder da hoch von relativ billig zu relativ teuer, ja, relativ niedrig zu relativ hoch und dann dementsprechend von 10% außerhalb zu 10% außerhalb. Dann geht es wieder raus, dann geht es wieder raus und dann geht es nochmal runter. Geht es wieder rauf, jetzt bremst der Durchschnitt, ja, man ist unter den Durchschnitt gefallen, fällt runter, ist außerhalb. Die Reaktion kommt zurück, wohin? An den gleitenden Durchschnitt 20, geht wieder zurück, bleibt innerhalb der Bänder, korrigiert nochmal an den gleitenden Durchschnitt, bleibt auch hier hängen, ja, geht wieder raus, außerhalb und wir sehen auch hier, da könnte man sagen, das wäre so die Idee, dass sich das dann hier so fortführt. So, das können wir mit dem gleitenden Durchschnitt 20 und den Bollinger Bändern einfach mal so herleiten. So, jetzt habe ich eigentlich schon zwei Strategien oder zwei Ideen in eine verbunden, auch aus der Idee heraus, dass sich das auch gut kombinieren lässt, was wir hier gemeinsam besprechen. Jetzt ist die Frage, okay, jetzt sind natürlich die Kurse, die Preise rausgefallen aus den Bändern. Aber woran erkenne ich denn, dass sie wieder zurückgehen? Ist ja alles gut und schön, 10% sind außerhalb der Bänder, habe ich verstanden, alles klar, ist ja nicht so schwer. Aber woran merke ich denn, dass die Marktteilnehmer das schon machen, was ich eigentlich sehen will, dass tatsächlich irgendwie der Rücklauf in die Bänder kommt? Und der freudische Versprecher war ja schon da, natürlich, indem ich mich mit Kerzen beschäftige, indem ich mir Candlesticks anschaue und auf Umkehrsignale achte. Hier in dem Falle synonym sozusagen der Hammer und der Shooting Star. Ja, also, dass wir uns darauf mal konzentrieren, aber natürlich gehen auch alle anderen Umkehrsignale, nur das mal so stellvertretend. Warum Candlesticks? Ich zitiere hier den Godfather of Candlesticks, Steve Neeson. Keine andere Chartmethode kann es mit den Kerzen aufnehmen, wenn es um die Gesundheitsdiagnose im Markt geht. Sagt nicht ich, sagt Steve Neeson. So, und er hat auch recht. Es ist so, als ob wir den Puls der Marktteilnehmer fühlen und was richtig spüren. Hey, wie geht's denn? Ja, wie lief der Tag, wie lief die Session? So, dann sehen wir schon den Schweiß auf der Stirn, da wissen wir nicht so gut. Und wir sehen Zuvertrauen, Selbstvertrauen, kraftvolle Körperspannung. Sehen wir, okay, alles klar, der Tag lief gut. Ja, so wie hier zum Beispiel. Was heißt das hier? Candlesticks lesen, Markt lesen. Diese Kerzen, kräftige Kerzenkörper, praktisch keine Korrektur. Was heißt das? Klare Dominanz. Diese Kerzen zeigen Dominanz. Ja, stellt euch vor, hier ist eine Unterstützung. Der Markt bricht durch auf Schlusskursbasis, Unterstützung gebrochen. Stellt euch vor, hier ist ein Widerstand. Oder da. Ja, der Markt bricht durch auf Schlusskursbasis, Widerstand gebrochen. Ja, kann man einfach so annehmen. Was ist die Erwartungshaltung? Natürlich, dass der Preis hier weiter runterfällt. Ja, oder eben hier dementsprechend weiter ansteigt. Das ist die Erwartungshaltung, weil wir ganz klare Dominanz der einen Seite sehen. Und das sieht ganz anders aus, wenn wir uns mit solchen Kerzen beschäftigen. Warum? Weil hier keine Dominanz mehr ist.
weil man hier ja auch schon mal irgendwie war. Ja, das sieht dann nämlich so aus, ja, dass man hier so ansteigt, sich freut, ja, hey, super, bin voll im Profit, nur um dann irgendwie alles wieder herzugeben und noch ein bisschen was draufzulegen. Das macht keinen Spaß. Ja, das ist das Gegenteil von Dominanz. Das ist irgendwie eine Wende. Ja, da wendet sich das Blatt buchstäblich. Und das ist das, was wir aus solchen Kerzen rauslesen können. Ja, erst war man gut drauf und jetzt ist irgendwie die Welt nicht mehr so in Ordnung. Hier ist irgendwas faul. Ja, also das liegt ja auf der Hand. Ja, was ist die Erwartungshaltung bei so einer Kerze? Natürlich, dass es hier erstmal weiter runtergeht. Warum? Weil natürlich hier einige Schieflagen sind, die bereinigt werden müssen im Zweifelsfall. Ja? Weil natürlich das Thema Risikomanagement nicht nur bei uns eine Rolle spielt, sondern idealerweise bei allen Marktteilnehmern. So, und da müssen Positionen aufgelöst werden. Es kommen Shortseller mit rein. Und dann ist die Erwartung erstmal, dass es weiter runtergeht. Und entsprechend hier Erwartungshaltung, dass es weiter nach oben geht. Warum? Weil so eine Wende stattgefunden hat. Das Staffelholz wurde praktisch komplett an die andere Seite übergeben. Okay, wir sind fertig, wir sind müde, jetzt seid ihr mal dran. Okay, dann wird das gemacht. Ja, buchstäblich. Und genau das ist so die Idee, die wir damit verfolgen können. Und wenn das richtig ist und wenn das tatsächlich logisch nachvollziehbar ist und wenn das stimmt, dann stimmt das hier allemal. Denn was sagt uns so eine Kerze? Die sagt uns natürlich eins, die sagt uns, dass wir hier einen Abverkauf haben, diese Kerze ein Tief gemacht hat, komplett nach Schluss oder nach Eröffnungskurs gefallen ist, nur um dann wieder anzusteigen. Diese Kerze hier war mal, ausgehend von hier, ja, Eröffnungskurs, komplett rot. Was übrig geblieben ist von den Verkäufern, ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Und hier unten ist einer, so ein armer Tropf, ja, der sitzt auf dem kompletten größten Minus ever. Ja, das der größte Verlust, der möglich ist in so einer Situation, der hat nämlich da unten verkauft, da. Woher wissen wir das? Weil da ein Preis gestellt wurde, der steht im Chart. Jetzt können wir uns überlegen, wie geht's denn den Leuten oder diesem armen Tropf, wie geht's dem, der die gesamte Reise nach unten, von unten nach oben mitgemacht hat? Wie geht's dem? Bis dahin. Wie geht's dem wohl? Tja, ich kann es euch sagen, ich war denn nämlich auch mal. Dieser arme Tropf, dem geht es nicht so gut. Und wahrscheinlich waren wir alle schon mal, dieser arme Tropf. Das lässt sich ja nicht immer vermeiden, leider. Und das bedeutet, wer hier drin ist und sich hier im Minus befindet, der wird mit Überschreiten des Hochs sicherlich eine Entscheidung treffen müssen. Und deshalb können wir dann sagen, bei solchen Kerzen, der erste im Übrigen Hammer, der zweite im Übrigen Shootingstar, mit ein bisschen Puffer ist das so ein Entry Point. Ja? Also da kann man dann einsteigen, so mache ich es jedenfalls, mit der Annahme, dass es dann erstmal weiter aufwärts geht. Alleine deshalb, weil hier wirklich mit klarer Wucht die Verkäufer aus dem Markt gedrängt wurden und eigentlich wirklich nur noch einen Schatten ihrer eigenen Tätigkeit hinterlassen haben. Mehr ist aber auch nicht übrig von denen. Und der Stop-Loss, einfach weil es so wirksam ist, unterhalb der Kerze, denn wenn diese Kerze tatsächlich negiert wird, rausgenommen wird, dann offen gesagt möchte ich auch nichts mit der Position zu tun haben, dann will ich damit auch nichts mehr haben, dann ist nämlich hier der arme Tropf auf der falschen Seite, sondern ich. Und dann will ich nicht mehr dazugehören, dann nehme ich den Verlust mit und warte auf das nächste Signal und schaue eben einfach wirklich, was sich noch so ergibt da draus. Ja, das ist einfach hier an der Stelle der Punkt. Und von der anderen Seite natürlich gleiche Idee, gleiche Situation. Und das Ganze können wir jetzt mal da reinsetzen und uns hier im Chart anschauen. Und es sieht alleine jetzt schon vernünftig aus. Und wir sehen, wir haben ja nicht nur hier Hammer und Shootingstar, wir haben noch andere darauf basierende Umkehrsignale. Und wir sehen, wow, ja, mehr oder weniger nicht jedes Hoch, nicht jedes Tief, aber die wichtigsten Umkehrpunkte können wir damit identifizieren. Eigentlich schon mal echt ganz cool. Was brauchen wir denn noch? Wir sehen aber auch, dass ja einige Situationen sind, die jetzt nicht so wirklich berühmt sind. Ja, sowas hier zum Beispiel, das ist nicht so spannend. Da oder irgendwas, was so mittendrin ist. Ja, hier zum Beispiel, wobei es gar nicht so schlecht ist, aber na, oder hier, ja, was irgendwie nicht so wirklich so kommt. So, das heißt, wir können solche Fehlsignale rausnehmen, indem wir halt die Bollinger-Bänder dann damit dazu packen. Natürlich unter dem Aspekt,
Eine Berührung alleine ist natürlich kein Signal. Wir brauchen immer die Bestätigung über die Candlesticks. So, das bedeutet, dass wir uns erstmal anschauen können, wann ist denn der Preis außerhalb der Bände? Aha, hier offensichtlich nicht. Können wir schon mal ein paar rausnehmen. Ja, die sind dann mal weg. Zack, verschwunden. Und was sehen wir dann an diesen Signalen? Außerhalb der Bänder 90%, 10%, Umkehrsignal geht zurück. Treffer plus. Außerhalb der Bänder, Hammerkerze, Eintritt, Stop-Loss, geht zur anderen Seite. Ja, könnte man sagen, hier wäre so ein Exit, nächster Treffer plus. Und den Corona-Crash konnte man noch gar nicht rausfinden. Jetzt muss ich natürlich gucken, ob hier nicht die Folie gemogelt hat oder ob hier tatsächlich noch so ein kleiner Spike ist, kann ich jetzt auch nicht erkennen. Sei es drum. Ja, selbst wenn wir das mal rausnehmen, bin ja nicht hier irgendwie beim Automobilbauer, wo ich dann mit den Zahlen irgendwie hin und her hantiere oder in der Statistik, sondern lassen wir uns mal außen vor. Aber nehmen wir das hier. Hammerkerze, Bullish Engulfing, klarer Fall. Positiver Trade. Und was für einer, ja. Der gesamte Move nach oben. Und wenn man dann sagt, okay, ich will halt wirklich von der einen Seite bis zur anderen Seite handeln, dann wäre hier ungefähr fairerweise natürlich dann der Exit. Gar nicht so schlecht. Piercing Pattern. Ja, vom Chance-Risiko-Verhältnis nicht so prickelnd, wäre hier auch noch mit der Einstieg, aber Signal ist Signal. Nächster Plus. Ja, dann haben wir hier Hammerkerze, geht direkt bis hoch, plus. Shooting Star geht direkt bis runter, plus. Piercing Pattern, ja, okay. Ja, tut sich schwer. Ja, kann man überlegen, Management Mode, geht man Break-Even raus oder lässt man das ins Minus laufen, sagen wir mal Minus, okay, verliere. Was sagt uns das? Wie gesagt, das mit dem mal weg. Ja. Kann man schon so sehen, aber was sagt uns das? Dass wir natürlich, wenn wir beides zusammenpacken und so beides zusammentun, durchaus die Möglichkeit haben, echt super interessante Trades zu finden, die Potenzial für Strecke haben, ja, also die ordentlich Bewegungsraum haben, die eben überreizte Bewegung auch abbilden und uns damit die Möglichkeit geben, Trendwenden, beziehungsweise nicht nur Trendwenden, ja, hier in dem Fall ist es eine Trendwende, hier in dem Fall ist es offensichtlich eine Trendwende, aber die uns eben die Möglichkeit geben, auch einfach Umkehrung aus der Bewegung herauszuhandeln, ja, Korrekturen. Ja, und dann natürlich die Frage, das Ganze, wie kann ich denn aus der Korrektur heraushandeln? Aber das schauen wir uns gleich nochmal an. Markus, lass uns mal schauen, was der Trade-Scanner dazu sagt. Absolut, können wir sehr gerne machen, dann übernehme ich mal schnell. Wir haben jetzt auch gerade live so genauso eine schöne Position. Kannst du die Übertragung beenden, dass ich dann? Ja. Bei mir geht nichts. Mauro, ich komme nicht ran. Bei mir geht gar nichts. Ah, jetzt kommt's. Gut. Jetzt müssen wir nur noch den richtigen Bildschirm. So, gut. Jetzt sind wir hier im Trade Scanner. Also, erst einmal von Anfang an. Ihr könnt auf die Seite gehen, tradescanner.com und euch hier registrieren. Da wird kein Schindluder getrieben mit den Daten. Das ist wirklich nur, dass es läuft. Wenn ihr das registriert habt, dann bekommt ihr eine E-Mail, könnt euch bestätigen und dann seid ihr drin. Meistens schalte ich euch dann auch für 14 Tage erstmal kostenlos frei, dass ihr das risikolos testen könnt. Gut, jetzt gehen wir mal hier rein. Dann ist es wirklich sehr, sehr einfach. Also da steht hier dann Expander-Strategie, ähnlich wie Elon das gerade rausgesucht hat. Und bevor ich mir dann den ganzen Kopf machen muss, brauche ich wirklich hier nur draufdrücken und dann sagen, okay, such mir das raus. Und dann können wir das mal vergleichen. Dann stehen hier Symbole. Also es werden hier jetzt gut 8.000, 9.000 amerikanische Symbole in der Zeit hier gerade live getestet, ob die jetzt einen Expander Long haben. Dann steht dann zum Beispiel da V.us, heißt Visa.
wird gehandelt, New York Stock Exchange, Financial Services, Close Price, Dividenden, Rendite ist ja manche, für manche auch immer ganz spannend, das zu sortieren. Und dann habe ich noch ein Rating drin. A ist das Beste, F das Schlechteste und dann noch die Marktkapitalisierung. Ja, dann klicken wir mal drauf. Und was sehen wir jetzt hier? Jetzt sehen wir hier auch wunderbar hier die Bollinger Bände, die Wieland gerade angesprochen hat. Und Wieland, du hast hier noch einen Spezialindikator, der auch nochmal beschreibt, was tief ist und was hoch ist. Und da kann man dann auch sehen, ah ja, da macht es dann durchaus mal Spaß. Und das, was dann habe ich hier so Pfeile und die Pfeile sagen an, hier ist jetzt so ein Expander-Signal. Das heißt, du brauchst ja gar nicht mehr lange rumsuchen, sondern du siehst es sofort. Da steht dann da, wo ist der Stopp, wo ist der Entry, wo hast du dein erstes Target, zweites Target, gleich mal drin. Also erstes Target ist erst einmal auf dem Durchschnitt und dann das zweite Target dann auf dem oberen. Und dann RRR heißt auf Deutsch eben Chancen-Risiko-Verhältnis, Risk-Reward-Ratio auf Englisch. Und dann haben wir das in ganz einfachen Dingen geschrieben, was du denn zu tun hast. Also wenn der Preis über einen bestimmten Wert steigt, hier 223,1, ist das Signal aktiviert. Das heißt, hier ist das ja nicht mal passiert. Da war das nicht, sondern der musste wirklich mit Dynamik drüber gehen und dann setzen wir ein Stop-Limit und dann auf diesen Wert machen wir dann gleich und dann Target setzen wir und dann ein zweites Profit-Target. Also relativ einfache Geschichte und da können wir hier eins nach dem anderen durchgehen. Genau, ich nehme jetzt mal ganz kurz hier den Agena Trader, da habe ich genau dieses Bild, das ist jetzt Visa ganz aktuell. Das heißt, der ist noch nicht wirklich hier getriggert. Das heißt, wir können uns das durchaus mal anschauen, oder? Wieland? Absolut. Ich muss erstmal ein Mikrofon wiederfinden. Ja. Also, ich finde das allein schon. Ich meine, das ist ja genau so, wovon ich auch gesprochen habe. Weißt du, diese Schwünge, die es da gibt, diese Auf- und Abs, einatmen, ausatmen. Und jetzt sehen wir, es ist hier Risk-Reward-Ratio, schon das Risikoverhältnis 4,44. Sagen wir mal 4. Ey, ganz ehrlich, wo gibt's denn bitte 4 CRV geplant? Mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, weil Visa ist ja als Kreditkarte natürlich, wenn ihr mal fundamental mal schaut, grundsätzlich ja eher stärker, weil die Umsätze wird ja immer mehr halt über elektronischen Zahlungsverkehr abgewickelt. Also ist ja naturgemäß eine starke Aktie. Und von daher ein 4er Chance-Risiko-Verhältnis zu bekommen, erstmal in der Planung, ist schon ziemlich cool, finde ich. Das ist nicht selbstverständlich. Genau. Machen wir das mal. Ich gehe jetzt mal hier in die TWS. Einfach, dass ihr das auch seht. Und dann, ich mache das mal in der Mosaik. Das heißt, hier Visa. Also bei mir steht da immer Punkt US drin. Das US lasst ihr weg. Oder wenn ihr dann irgendwo Schwierigkeiten habt, oh, wie muss ich denn das eingeben? Das geht immer relativ einfach, dass ich auch hier die ISIN nutzen kann. Gerade wenn es ausländische Werte sind, nur mal so als Beispiel, das finde ich immer ganz praktisch, euch hier noch eingeben und dann steht meistens hier irgendwas mit Smart, ist meistens nicht das Dümmste, das einzugeben. Genau, dann lassen wir es mal hier in dem Fall bei 100 Stück, dann steht ja drin, welcher Kurs. Das heißt, wir haben hier erst einmal gesagt, wir haben einen Buy 223,1. 223. 1, 223,1 ist noch hier ein bisschen drüber. 223,1 haben wir hier. Und danach können wir das noch erweitern. Steht hier dann, dass wir zum Beispiel eine Stop-Loss-Order mit reinsetzen und eine Gewinnmitnahme. Jetzt müssen wir wieder spicken. Also Gewinn-Stop-Loss setzen wir jetzt mal hier die 220,03. Das ist, ich habe das alles auch im Blog auf TradeScanner drin, dass die Eingaben klar sind. Das heißt, das ist relativ einfach. 220,3, kann ich das nicht auch hier? 220,3, da muss man immer dann einen Punkt machen. Klappt das auch? Genau, und die Gewinnmitnahme kann man auch hier sich reinkopieren. 230,23. Sind wir für die Faulen die Eingabe. Gut, dann haben wir das soweit.
Bild und sowas? Nee, müsste passen, oder? Und dann können wir auf, ach so, ne, kaufen. Und dann übermitteln wir das und da steht dann im Prinzip vieles drauf. Das heißt, wie viel Betrag brauche ich? Das ist natürlich jetzt hier für ein großes Konto. Ihr könnt auch dann das runterrechnen, beziehungsweise machen wir das auch, dass das Money Management dann mit reinkommt. Also rein vom Prinzip ist dann im Prinzip alles drin, was be ihr benötigt und dann können wir übermitteln drücken und dann passiert erstmal nichts, weil der Kurs ja hier erstmal drüber laufen muss. Order ausgeführt. Ups. Ist schon passiert. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine Aktie gekauft. Ja, Aber so ist es. Live-Trading, bitteschön. genau, viel mehr ist es dann gar nicht. Gell? Also es geht total einfach, diese Sachen umzusetzen. Und wenn ihr fragt, ja, Mist, das war mir jetzt alles hier zu schnell, dann einfach hier in den Blog reingehen, einmal TWS eingeben und dann gibt es hier alle möglichen Varianten der Orders, die man eingeben kann. Also das macht es dann wirklich sehr, sehr einfach. Hier ist Stop-Limit Buy Order zum Beispiel. Ganz, ganz einfach. Genau, das gleiche Spiel geht natürlich auch in die Short-Richtung. Also dann könnt ihr direkt suchen. Ah ja, das sind zum Beispiel hier dann die Werte. Und da seht ihr genauso hier das Chancen-Risiko-Verhältnis ausgerechnet und was passiert. Seht ihr, hat das funktioniert? Wo ist er hingelaufen? Und so. Und da wieder das Gleiche. Wer jetzt hier sagt, oh Mensch, das ist mir viel zu viel Englisch, da gibt es einen ganz einfachen Trick. Da kann man sich hier zum Beispiel reinkopieren in DeepL. Drückt das rein, hat die Sachen und dann weiß man sofort, was diese Firma auch macht, beziehungsweise was das hier bedeutet. Ist jetzt nicht wirklich schwer. Viele Sachen sind dann auch nochmal erklärt. Zum Beispiel hier die Fundamentaldaten, was das bedeutet. Ist normalerweise sehr einfach. Genau. Dann die weitere Strategie Touch and Turn. Das heißt, das jetzt, wo die Werte an die ans mittlere Bollinger Band ranlaufen und dann weiterführen. Das sehen wir Genau. hier dann genauso. Warte mal eben, Markus, dann kann ich dir eben nochmal vorstellen. Ich habe jetzt hier mal den DAX rausgesucht. Ich kann dir ja mal zeigen. Dann ist es nochmal sinnvoll. Genau. Du? Ja, und also dann habe ich hier nämlich, komme ich auf mich. So, also ich habe mir mal den DAX rausgesucht. Und das ist der 5-Minuten-Chart. Diese Strategie, Touch and Turn, setzt natürlich voraus, dass wir sowas haben wie einen Trend. Ja, das ist eine trendfolgende Strategie, wo wir immer die Frage haben, wie kann ich eigentlich aus der Korrektur heraus handeln? So, und da wir ja vorhin schon festgestellt haben, dass der gleitende Durchschnitt 20 offensichtlich ja doch erstens so eine gewisse Magnetfunktion hat, sehen wir hier immer wieder, läuft der Kurs an den gleitenden Durchschnitt 20 ran und prallt da ab. Ja, mal mehr, ja, hier einmal von oben nach unten. Oder eben dann nur vom Rand bis zur Mitte. Rand, Mitte, Mitte, Rand, Rand, Mitte, Rand. Ja, also ich bin nicht bescheuert, das ist Mitte, Rand, sondern das läuft hier wirklich runter. Und wir sehen eben immer wieder in schöner Regelmäßigkeit, und das ist ja auch von, wann ist denn das? Also es ist von Dienstag, dass wir eben hier, ne, der Markt fällt, irgendwann kommt die Korrektur. Jetzt kann man sagen, okay, ich nehme die Expander-Strategie, das wäre dann hier zum Beispiel sowas. Ne, wenn man das als Doji nimmt, Einstieg, da lässt sich jetzt hier nicht viel holen, der Markt ist ja stehen geblieben. Ja, oder hier den Doji so nimmt als Einstieg, da wäre man bis zum mittleren Band gekommen als Kursziel. Ja, das wäre eine Möglichkeit, um zu sagen, okay, ich gehe gegen die Bewegung, das ist natürlich auch gegen den Trend. Spricht aus meiner Sicht nichts gegen, aber es muss natürlich sinnvoll sein. Ja, irgendwo muss es ja auch hergeleitet werden. Oder man sagt eben, okay, ich warte halt die Korrektur ab und suche dann irgendwo einen Einstiegspunkt aus der Korrektur heraus. Und die Idee ist eigentlich die gleiche, dass wir eben auch hier auf Candlestick-Signale achten, die in dem Fall hier etwas klein sind, hier so Mini-Shootings da. Aber sei es drum, er ist halt einer. Ja. Aufwärtsbewegung. Nach allen Regeln der Kunst, eine Leitung durch die 20 ran, Shooting Star, danke, tschüss, Wumms. Gleiches Spiel, hier pendelst es ein bisschen ran, ist so drunter. Wenn eine Expander-Strategie geht hier seitwärts, kommt runter,
tut sich ein bisschen schwer, sackt dann richtig runter, okay, neuer Handelstag, sei es drum. Hier die Korrektur, rauscht runter. Hier die Korrektur an den Gleitendurchschnitt 20, rauscht runter, geht dann nochmal an die andere Seite. Spinning Top, Doji, man weiß es nicht genau, Harami, also man kann einiges rauslesen, rauscht runter. Also wir sehen, dass dieser Gleitendurchschnitt 20 durchaus sinnvoll ist, zu beobachten, wenn man auf der Suche nach trendfolgenden Trades aus der Korrektur heraus ist. Und selbst wenn man sagt, nee, ich bin nicht sicher, der läuft ja auch mal ins andere Bollinger Band, das ist ja auch Expander-Strategie, trendfolgend. Ja, also das ist das Schöne an der Expander-Strategie. Man kann die Counter-Move, Counter-Trend, man kann aber auch mit dem Trend gehen, wenn die Korrektur eben mal kräftiger ist, ja, also mal richtig durchzieht. Oder zum Beispiel nach Elliott Waves diese A-B-C-Struktur hat, also so richtig dann hat, dann kann man sowas auch nehmen und von der anderen Seite in Richtung des Trends handeln. Das ist ja das Schöne, aber die Systematik ist immer gleich. Und wir können die Systematik an den Rändern finden, wir können die Systematik aber auch an dem mittleren Band finden. So, das ist die Idee, die ich mit Touch and Term natürlich auch an Markus weitergegeben habe, damit er das im Trade-Scanner dann halt verewigen und verwirklichen kann. Und du hattest da ja schon was rausgefunden, was ja auch ziemlich interessant und cool ist. Also geht immer wieder an dich zurück. Ja, und das, was im Prinzip auch der Hintergedanke ist, was der Hintergedanke hier beim Tradescanner natürlich auch ist, ist ja, dass das, was jetzt Wieland so in Sekunden schneller erkannt hat, was das für Chart-Patterns sind und so weiter, dass das für euch erspart bleibt, sondern dass ihr das, was Wieland so sieht, ihr sofort mit so einem Pfeil und einem Signal bestätigt kriegt. Zertifizierter Wieland-Trade, mehr oder weniger. Das macht eben das Leben einfacher und das soll euch ja auch diese Suche ersparen. Das heißt, welche Strategie verfolge ich? Was kann ich machen? Mache ich das jetzt hier wirklich? Und dann fangen manche an, dann in Excel sich was zu bauen oder in Trading 4 oder was auch immer. Das ist halt wahnsinnig aufwendig und hier haben wir im Prinzip das alles schon vorbereitet, so dass wir wissen, das funktioniert. Da steht der Wieland dahinter und sagt, ja, so handle ich schon seit zig Jahren und ich habe es dann halt nur umgesetzt, dass es hier auch sauber funktioniert. Ja, absolut. Und es ist eben etwas, wir folgen hier der Bewegung des Marktes. Es ist kein Wunschkonzert, es ist nicht so, ah, der müsste doch oder so. Nee, da muss er gar nichts. Wir sehen aber, was der Markt macht. Wir verfolgen die Spuren der Käufer oder Verkäufer. Wir sehen, wie die Kraftverhältnisse sind. Hängen uns einfach nur da dran. Und wenn ich das schon sehe, hier trendfolgend, ja, annähernd Risk-Reward-Ratio von 7, dann ist das geil. Das ist nicht alltäglich. Ja. Das muss man auch dazu ganz klar sagen. Und das ist schon ziemlich cool, zum Beispiel. Ja, und eine Besonderheit, die die meisten wahrscheinlich noch gar nicht gesehen haben, ist, weil ich den ja gebaut habe und ich stehe ja für Optionen. Ja. Ich habe ja hier so einen kleinen Button drin. Open Interest nennt sich der zum Beispiel. Und der zeigt euch an, wo sind denn von den Optionshändlern die offenen Interessen? Das heißt, da sehen wir hier oben, ist der Gewinn definitiv mal gedeckelt auf diese 170. Hier unten wenig Open Interest. Und je mehr ihr auf eurer Seite habt, wo ihr den Einstieg habt, desto sicherer ist der Trade auch. Das wird gerechnet über die nächsten 60 Tage. Also nur mal hier als Beispiel, wie komplex das sein könnte, wenn ihr das nicht so einfach nutzt. Da gehe ich jetzt hier in den Option Trader rein und sage, okay, ich will jetzt hier J&J haben, Johnson & Johnson. Und dann suchen wir mal, wie viele, da haben wir jetzt hier mal ein paar Verfallstermine, also doch schon ein paar. Also für 60 Tage seht ihr, da sind schon ein paar Verfallstermine drin. Nehmen wir mal den hier, und da suche ich jetzt hier zum Beispiel hier, was steht da? 4.920 und dann muss ich hier nochmal zählen, das sind 8, dann das nochmal hier und so. Das wird hier alles mitgezählt und euch hier angezeigt. Und dann wird hier eine große Summe gebildet und dann ist das. Diese Information hat kein Mensch sonst. Und noch eine ganz Besonderheit, die wir auch noch nicht hier richtig gezeigt hatten. Ihr könnt auch andere Märkte spielen. Das heißt, ihr könnt sagen, okay, ich will jetzt hier lieber den deutschen Markt. Heute gibt's hier nichts. Kann auch mal sein. Ja, also der deutsche Markt ist jetzt nicht so groß. Aber da haben wir hier so andere Werte, wo das
durchaus auch mal funktioniert. Kann ja auch mal spannend sein. Oder ich sage, ich will in Frankreich was machen. Naja, da kommt auch nichts gerade. Dann gehen wir halt nach Japan. Haben wir ein paar Märkte. Das geht alles. Da braucht er auch bloß hier die Isel nehmen und dann das gleiche Spiel treiben. Also es hat eine unheimliche Vielfalt. Und wenn ihr euch registriert, habt ihr auch noch Zugriff auf das Marktmodell. Und da wird dann zum Beispiel gesagt, wann machen welche Strategien Sinn. Wenn ich dann zum Beispiel sage, ich gehe in die US-Sektoren hinein und sehe dann, okay, Countertrend, das ist doch Expander Long. Welche Sektoren sind da spannend? Da heißt es dann eben hier, okay, Expander Countertrend Long. Dann wird sofort gesucht, Basic Materials. Ah, blöd, gibt's gerade keine Werte. Na toll, doch, da haben wir was. Und da wird gesagt, okay, hier kannst du deinen Expander Long machen, den Trade. Also 16, sehr, sehr einfach. 5, ja. Ja, aber da muss man natürlich auch sehen, Das ist schon geil. Ja, aber es geht halt unglaublich schnell, hier auch verschiedene Branchen Analysen zu machen oder sowas. Ja, also ich habe ja hier auch das Marktmodell so ein bisschen definiert. Hier Real Estate, hast du auch deinen Expander zum Beispiel, dass du sagst, okay, gibt's hier bei Real Estate irgendwelche spannenden Trades? Jo, gibt es. Und so, und das geht halt relativ einfach. Und wir haben ja viele Schulungsvideos da. Es gibt natürlich auch hier die Möglichkeit, Support zu schreiben. Das heißt supportertrades.de. Und jetzt müssen wir noch sagen, was kostet die ganze Sache? Ja? Das wäre ja auch noch wichtig, oder? Ja. Das heißt, da haben wir hier das WLAN-Art-Strategie-Paket. Das haben wir jetzt aktuell. Da ist der Expander und Touch and Turn in beide Richtungen drin. Also das ist eine ganz coole Geschichte. Und das, hier habt ihr nochmal die Info, was sind das überhaupt? Wie schon gesagt, wenn ihr euch registriert, könnt ihr das auch mal 14 Tage kostenlos testen. Kein Thema, wir wollen dann nicht abziehen. Und dann könnt ihr hier einfach das bestellen für 49 Euro. Hier gibt es noch einen Gutschein und der Gutscheincode, das ist dieser CapTrader 10 aktuell. Genau. Genau. Das war erstmal hier das Wichtigste. Ja. Und was halt auch wichtig ist bei den, es ist ja ein Abo, ja, geht ja Monat für Monat für Monat, das ist Lock-in, also bedeutet, der Preis gilt dann eben, den ihr bekommt, auch wenn wir weiter dran rumbauen, wenn wir was Neues dazu packen, wenn wir irgendwie auch sagen, irgendwie müssen wir den Preis erhöhen, weil die Inflation davon galoppiert, gilt das immer nur für neue Abonnenten. Das ist ein wichtiger Punkt dabei, sondern der Preis bleibt für euch dann immer der gleiche. Auch zum Beispiel mit dem Discount. Ja, genau. Und wir werden auch bald ein Trading-Journal hier mit reinnehmen, was dann das Risikomanagement und Money-Management im Prinzip certified by WLAN macht. Ja, also da kommt viel ja, Idee, dass das im Prinzip umgesetzt wird als Portfolio-Management-System und so. Ja. Also das wird wahrscheinlich dann richtig toll werden, auch für euch. Und unser Ziel ist ja hier vor allem, euch Tools in die Hand zu geben, damit ihr auch erfolgreich in die finanzielle Freiheit reinkommt und nicht so lange rumsuchen müsst. Weil das Schlimmste ist ja wirklich hier immer diese Sucherei, was mache ich denn für eine Strategie und so. Und wir haben hier wirklich lauter Strategien, wo wir sagen, die funktionieren. Das sind verschiedenste Strategien, die richtig, richtig gut laufen. Wir haben Touch and Turn Long. Also viel einfacher kann man es ja sich nicht machen, hier mit den Sachen rauszusuchen. Also und dann brauche ich nicht fragen, ja, muss ich hier noch das machen oder das machen? Ich schaue mir den Chart an, machte das, was er soll, und dann halte ich mich einfach an die Regeln. Und mehr ist es dann nicht. Und das nimmt euch im Prozess des Raussuchens halt extrem viel Fehlerquellen raus. Und ihr wisst, ja, diese Strategien funktionieren, weil sonst wäre WLAN jetzt nicht schon wie viele Jahre auf dem Markt oder ich mit meinen Optionen oder ein Carsten oder was auch immer. Das ist ja immer so, dass die wirklich langfristig funktionieren.
Andere würden sagen, oh, das ist hier KI-basiert und sucht mir das künstlich raus. Naja, kann man auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Aber wir wissen, dass es funktioniert, weil wir leben davon. Ja, und wir stellen die Strategie auch so oft auf den Prüfstand. Ich meine, ich erzähle so viel und so oft darüber. Irgendwann würde schon einer drüber stolpern, wenn ich da Mist erzähle. Also, weißt du, das ist, ich erzähle es ja weltweit. Und das ist eine Strategie, die ist solide. Und wie gesagt, selbst ich habe sie kapiert. Ja, diese Aussage, die Idee dann zu sagen, ist relativ hoch, ist relativ tief. Das macht Sinn. Ja, die Bewegungen sind halt irgendwann überreizt. Und die Frage ist, wann erkenne ich es? Und die Antwort haben wir bekommen. Und das ist das, worum sich es im Trading dreht. Dreh- und Angelpunkt im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Genau, so, das ist so das Wesentliche. Habt ihr noch Fragen? Schweigen im Walde. Nichts also rein. Dass ihr das auf jeden Fall mal probiert, habt ihr nichts zu riskieren. Ihr braucht ja wirklich nur Name, E-Mail angeben. Das ist jetzt nichts Besonderes. Datenschutz wird auf jeden Fall eingehalten, wird auch nichts weitergegeben. Deshalb haben wir ja auch hier ein Bezahlsystem, dass wir nicht von Werbung oder sonst was, ihr werdet auch nicht zugespammt hier bei uns. Genau. Also das Risiko ist eigentlich bei null, sich anzumelden. Ja. Das stimmt. Ihr könnt eigentlich ja, wir haben ja auch anderes zu tun, als hier irgendwie rumzunerven. Ja, muss ich auch ganz klar sagen. Ja, das ist wirklich so, ja. Genau. Ansonsten, wenn jetzt nichts weiter ist, dann haben wir es, oder? Ja, bedanken wir uns ganz herzlich, dabei wart. Die Anteilnahme, klar, das Webinar wird aufgezeichnet, werdet ihr dann auch sehen, zeitnah dann auf YouTube im Kanal von CapTrader. Genau. Ja, dann, ihr Lieben, Sonne scheint ja noch, zumindest hier in Hamburg, bin ja in Hamburg gerade. Dann schönen Feierabend, entspanntes, langes Wochenende, schönes Wochenende, das ist ja Pfingsten, habe ich mir sagen lassen, ich verpasse das ja immer regelmäßig, sowas. Kennst du, ne, Markus, immer selber am Schreibtisch hängen bleiben und verpassen, dass Feiertag ist. Ja, oder nur die amerikanischen Feiertage im Kopf, gell? Das ist auch so klasse. Oder so, ja. Meine Kinder, so, Ferien waren ja auch noch, genau. Ach, das ist doch was, das. Ja, das, aber wenn man Spaß an der Sache hat, dann merkt man das halt auch nicht, dass man arbeitet. Es ist ja auch keine, Arbeit in dem Sinne dann, sondern es ist Beschäftigung, man hat was zu tun, ist ja auch okay. Ne? Dann, immer nur easy going, das ist ja auch kein Spaß. Okay, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen und wie gesagt, wenn Fragen da sind, Markus ist erreichbar, ich bin erreichbar, freue mich auf jeden Fall immer über einen Austausch und bin da auch mal offen, also von daher kommt er gerne auf mich zu, auf Markus zu, auf uns zu und wenn wir uns irgendwann irgendwo mal sehen, auch immer gerne. Mhm. Das von meiner Seite. Meine auch. Okay, vielen Dank. Bis dann, ciao, tschüss. Ciao.